Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Prison Architect. Unser Gefängnis wird noch immer schön ausgebaut. Wir sitzen immer noch im Plus und wir haben mittlerweile Tag 52. Das ist doch schon ziemlich fett. Und ich glaube, die Folge ist die 37. sollte es sein. Wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Ansonsten ist es die 36. 36. oder 37. Ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Aber, naja. Oh, 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 oh. Au, oh, mein Gott. Was geht da ab? Zu viele Leute mit Löffeln und Gabeln. Zu viele Löffel und Gabeln. Oh yeah. So, macht den Boden sauber, ihr Nutten. Macht den Boden sauber. Hier. Aha, aha. Mach sauber den Boden. Mach sauber den Hof. Sieht doch alles schön aus. Schön, schön, schön. So. Schön arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nicht arbeiten. Wie gesagt, ich mache nur eine... eine Hydraulikpresse, da ansonsten nicht... klappt mit den ganzen, aber ich werde mich mehr als aufs Holz konzentrieren jetzt, weil das geht einfach nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. So. Ansonsten muss ich das ganze Holz verkaufen. Das würde auch gehen. Ich würde aber nicht so viel Geld bekommen. Leider. Naja. Macht weiter. So, die machen wenigstens jetzt mehr dafür fürs Holz, aber die anderen nicht. Kann ich halt auch nirgendwo einstellen, worauf die sich konzentrieren sollen, die ganzen Arbeiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Schade. So. Du kriegst dann halt keine Mittagspause. Du kannst direkt danach weiterarbeiten. So, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 58. Dann haben wir bis 20 nach Zeit. Beziehungsweise habe ich 20 Minuten Zeit, um euch zu beglücken. Mm, oh ja. Ding, 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 ding. So. Unsere Küche läuft immer noch auf Hochtouren. Das gefällt mir sehr gut. Fällt mir sehr gut. Und was ist da? Die Toilette funktioniert eigentlich gar nicht. Aber okay. So, ich werde mal hier die Rohre hinlegen, damit die Dinger da nicht mehr leuchten. So. Und da habe ich Fail gemacht. Da habe ich Fail gemacht. So. Da kommen gleich 10 neue Gefangene und irgendwie kommen auch da. Siehst du, werden 4 Gefangene entlassen und 10 kommen wieder rein, ja. Das ist ein Kommen und Gehen hier in meinem Dingsbums. Der ist ja schon fast wie bei einer französischen Nutte. Da ist auch immer ein Kommen und Gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine, du. Meine Güte, meine Witze sind heute wieder so gut. Da kann ich nur lachen. Lachen. Wirklich. Gott, war der schlecht. Ah. So. Los, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Er wollte es mir doch verarschen, oder? Ihr wollt es mir doch verarschen. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Das kann ich nicht sein. Warum bearbeiten die denn nicht so schnell das Holz? Das ist doch viel wichtiger und gibt viel mehr Geld. Alter, wie viel Holz wir da einfach mal liegen haben, das kann einfach nicht mehr
mehr sein. Das geht einfach gar nicht. Oh, so, los schon. Schnell, esst. Esst. Schneller. Schneller. 6%, 9%, 13%, 19%. Ja. Komm. Dass man auch nie die 100% schafft, ne? Das gibt's da gar nicht. Gibt's gar nicht. Aber da ist nun mal so, ne? Rocking, so. Dennington, Warren Berry, Tim Cattlewaller, der Ryder Cross, der Adam Busby ist auch hier drin und der Meidun Sin. So, haben wir denn auch einen, der 18 oder 21 oder sowas ist? Ich glaube nicht, ne? Upsala. Altern die eigentlich auch? Ich glaube, die altern auch. Kann ich ja hier bei dem ganz gut verfolgen, der Tim Edwards. Der mittlerweile 78 Jahre bei uns drin ist. Was eigentlich gar nicht gehen kann, weil wir nur 52. Naja, egal. Der hat hier schon Zerstörung, Fluchtversuch angegriffen, Personal angegriffen. Mord hat der auch schon gemacht. Waffenbesitz, Drogenbesitz. Oh, das geht einfach gar nicht mal. Das geht einfach gar nicht mal. Ich durchsuche einfach mal die Zelle von dem. Weil, einfach so, weil der ist halt schon echt so. Wenn der da was mit dem was passiert, dann hat echt Probleme. Aber der hat eigentlich nicht sehr viel. So. Zumindest nicht so oft. So, ein Gefangener wird schon wieder verlassen. Mann, das geht auch hier Schlag auf Schlag her. So viele Leute kommen mir gar nicht mehr rein. Das werden nämlich mittlerweile schon weniger, obwohl ich die ganze Zeit offen habe. Also die Neuaufnahme. Es geht echt zack auf zack hier. Wirklich. Schlag auf Schlag. So, 14.000 für Holz. Da können wir noch mal ein bisschen wieder in eine Mauer investieren. Da werden wir auch direkt mal machen. So, 5.000. So, 25 Meter. Sicherheitswall. Da hätte ich schon fast einen Fehler gemacht. 25 Meter, so. Tada. Und so geht das jetzt einmal hier rum. Ich habe auch schon überlegt, hier den Zaun durch einen Sicherheitswall zu ersetzen. Also hier einmal so rum. Aber das weiß ich natürlich, das weiß ich nicht so ganz genau. Das ist natürlich jetzt schon eine Überlegung, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Naja, das weiß ich halt noch nicht so ganz genau. So, ich werde mal hier, ich weiß nicht warum, ich hier keine Lichter auf der anderen Seite gemacht habe. Das werde ich jetzt einfach mal machen und das waren Scheiße. Das war natürlich ein bisschen Fail jetzt ein bisschen von mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da kommen also auch zwei Lampen hin. Damit das alles ein bisschen heller ist hier. Schön erleuchtet. So. Das ist auch schon wieder hier schön gebaut, du. Ach, schön, schön, schön. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, die Waffenkammer ist auch immer noch sehr, sehr hoch bewacht. Hier kann auch keiner hin. Das ist sehr gut. Also, wenn hier mal irgendetwas passieren sollte, mache ich direkt die zwei Türen hier zu. Mache sie zu. Mache die Tür zu, mache die Tür zu und werde die beiden hier erstmal runterschicken. Dann werde ich die knallhart auf Waffe entsichern machen. Weil wenn die da unten sind, dann habe ich verloren. Wenn die da... Ach man, jetzt zeige ich mit der Hand da drauf. Wenn die da unten sind, dann habe ich echt verloren. Dann ist vorbei. Aber ich habe das ja so eingestellt, dass die erstmal nicht hier rein können.
Ja, deswegen habe ich das ja auch extra hier unten hingemacht. Im Entwickler ein Video haben sie nämlich gesagt, dass wenn sie in der Nähe sind, dann gehen sie erst dahin. Nicht, wenn sie 10 Meter entfernt sind, 10 Kilometer entfernt sind. Also ich glaube, es ist so gemeint, dass wenn jetzt hier zum Beispiel direkt eine Zelle wäre oder so, dann würden die dahin rennen. Das ist ja genauso wie Flucht. Die würden ja jetzt nicht, wenn hier direkt die drei Zellen hier die drei Türen aufwachen geworden sind, dann würden die ja auch jetzt nicht hier direkt rausrennen, ja. Die würden ja auch erstmal hierhin. Die würden ja das ja auch erst rausrennen, wenn sie hier stehen oder sowas. Und ja. Deswegen habe ich das hier unten platziert. Damit auch ja nichts passiert hier. Das möchte ich ja nicht. Möchte ich ja ganz und gar nicht. So. Oh, guck mal, ein Lee. Verurteilt zu 8 Jahren für mehrfache Verbrechen, einschließlich Autoentführung, meine ID und Raubüberfall. Ja, okay. Es ist Essen-Time. Essen. Essen. Oh, da wollte einer Droge klauen. Ha, hab ich dich auf frischer Tat ertappt, Arschloch. Das geht doch nicht. Was kannst du doch nicht machen? Ah ja. Ich frag mich halt, warum die das trotzdem machen, obwohl da eine Wache stationiert ist. Eigentlich sollte das ja so respektvoll und sowas, es geht ja nicht. Naja. Machen sie trotzdem. Ist halt so, ne? Ist halt so. Upsala. So, wie sieht's denn aus? Hier essen und jetzt ist Frühstück angesagt und dann können sie Freizeit, dann können sie noch ein bisschen was machen. Was auch immer sie machen wollen. Und da hat jemand was gefunden. Oh, Drogen. Der Hund war echt eine gute Anschaffung, muss ich echt sagen. Das war echt ganz gut. War eine echt eine gute Anschaffung, muss ich sagen. Keine Ahnung, warum ich jetzt so oft sagen gesagt habe, aber okay. Bin halt ein bisschen strange. Naja, ich werde hier schon wieder ein paar Gefangene verlieren. Ich habe nämlich hier drei entlassen und dann kommen ja auch acht neue. Aber irgendwie will da in den 19, 18 Stunden wahrscheinlich noch jemand entlassen werden. Und deswegen denke ich, da wird noch etwas sich ändern von der Zahl hier. Denke jetzt einfach mal. So, produziert mehr Holz. Produziert mehr Holz. Dump. So. Produziert mehr Holz. Produziert mehr Holz. Produziert mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Los. Dump. Und das auch Dump. Los. Braucht halt alles nicht. So, das kann ich eigentlich auch dampfen. Ist nämlich rot. So. Da wollte schon wieder einer was klauen und gibt es doch nicht. Wie viel die einfach klauen. Das oder schmuggeln wollen. Der Tim, der ist ja schön nett, ne? Der ist ja schön nett. Der macht hab, der. Boah, aber ich möchte jetzt echt mal wissen, wenn der rausgelassen wird, ne? Wenn der rausgelassen wird, dann habe ich echt. Ist das heftig? Das ist mein wahrscheinlich der älteste, also nicht der älteste, sondern so von den Jahren, weil 83 Jahre ist ja schon echt hammerheftig viel. So, wo will der hin? Wo will der hin? Ah, der will telefonieren hier. Warum geht der denn nach dann da oben? Naja, soll mir egal sein.
Der ist schon so alt, der muss gar nicht mehr arbeiten. Guck mal, hier heißt einer Jay.200, 300 Bäume, 400 Bäume. Schön, schön, schön. Oh Gott, ey. Ich verliere hier ganz viele Gefangene. Ich brauche mehr. Schneller. Das gibt's doch nicht. Der Tim Edwards. Gibt's eigentlich einen Tim Edwards? Das wäre jetzt ziemlich lustig, wenn jetzt hier wirklich einer Tim Edwards heißen würde. Ich weiß auch schon, wie ich die Folge nenne. Tim Edwards. Und wenn der mal, wenn es den wirklich gibt und seinen Namen sucht auf Google oder sowas, dann kommt er zu meinem Video. Ist das nicht geil? Ist das nicht Publicity? Gott. Ich laber hier schon wieder Bullshit. Einfach nicht hinhören. So, jetzt ist wieder Essenstime. Und ich werde mal hier das... den Block hier ausbauen. Upsala. Nein. So. So, schön, schön, schön. So. So. Und dann werde ich hier auch wieder seine Ziegelsteinmauer bauen. Weil die muss ja rein. Ansonsten habe ich ein paar Probleme. So. Ich weiß nicht, warum die jetzt noch beinhaltet Zutaten. Ah. Jetzt weiß ich, was die machen. Hö, lol. Wir wurden da jetzt gepiepst. Keine Ahnung, wer da jetzt gepiepst wurde. Da wurde noch einer gepiept und noch einer. Ich werde jetzt auch erstmal eine Durchsuchung machen, weil irgendwie wird mir hier viel zu viel geklaut. Ja, 25 Löffel in letzter Zeit, ja. Das geht einfach nicht, das darf nicht passieren. Und da werden jetzt erstmal viele in die Isolationszelle kommen. Und das ist nun mal so, ne? Da kann man nichts machen. Was ist denn das da ohne Bild? Eine keine. Ah, keine. Ha. Siehst du, da wird richtig viel gefunden. Gift. Ja, ich werde da von oben. Löffel. So, noch irgendwas. Komm, da wird noch irgendwas gefunden. Feuerzeug, auch schön. Löffel, Gabel. Meine Güte, meine Herren. Ja, 16.000 Holz, ganz gut. Eine Bohrmaschine, auch gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, noch irgendwas. Gabel. Wahrscheinlich finde ich jetzt sogar noch einen Tunnel irgendwo. Das wäre jetzt noch die Höhe. Ja, 200 von 121. 221 natürlich. So. Jetzt sind es nicht mehr viele. Upsala. Nicht mehr viele. ...212... ...213... ...214... ...15... ...16... So, alles so geschafft. Jetzt werde ich mal eben nach Tunneln gucken. Ich glaube, hier sind aber keine. So sicher ist mein Gefängnis dann doch. Toiletten sind gut. Ah, Autospeicherung. So, und eigentlich könnte ich auch gleich schon wieder beenden.
Ne, keine Tunnel. Glück gehabt. So, dann werde ich jetzt mal eben hier die Rohre bauen. Scheiße. So, hier auch schon wieder. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Und, ja. Upsala. Ich werde mal hier den Sicherheitswall ausbauen. 25 Meter mal wieder. Schon fast so lang wie mein Penis. Ah, schön, Tienchen. Meine Witze heute sind so flach wie die Brüste deiner Mutter. Meine Fresse. Schön. Naja, okay. Tüdelü, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis morgen. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Und tüdelü, ciao. Tschüss.